liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld, ihr Lieben. Und du, willkommen hier zurück zu unserer Kolonie. Wir haben ja so angefangen, unsere Tigerpopulation mal runterzufahren, in Anführungsstrichen. Es sind einfach zu viele geworden. Da kümmern wir uns jetzt mal drum. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass mit dem Kochen, ne, das müsste doch besser laufen hier. So. Sollen wir hier noch mehr Köche einstellen? Was meint ihr? Soll das mehr werden? Weniger? Also wir könnten hier noch Olli einspannen, aber Olli soll auch schmieden, wenn denn da was da ist. Was macht die Nacktheit? Hab das Gefühl, dass so langsam dann doch hier die Leute Kleidung haben. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen, Menino hat einen Herzinfarkt. Um Gottes Willen, kann man Menino noch retten? Oh nein. Nein, Menino. Ich frag mich gerade. Hallo? Wer versorgt Menino? Wer ist unser Arzt hier? Wer ist unser bester Arzt? Abenero, ne? Schläft. Wir behandeln ihn mal. Das ist ein Notfall. Der ist 65, ne? Also wurde jetzt auch behandelt, glaube ich. So, im weiteren Verlauf. Ich will ja hier immer so Toiletten ranbauen, hatte ich ja gesagt. Wenn es denn geht, immer. So. Da was, da geht die Straße runter. So, wie könnte das aussehen? Wir machen das mal hier hin, wirklich, so. Dass man dann immer hier am Ende der Gänge so rein kann, ne? So, das würde ja folgenderweise ausschauen. Was ich jetzt befürchte ist, die Stromverbindung hier rüber, die reicht aber auch von unten, ne? Deswegen würde das, glaube ich, schon gehen, wenn man mal hier das mal entfernt. Und ich baue hier schon mal die Wände. So. Wand aus Marmor. Dann wäre hier eine Toilette. Türen aus Holz erstmal, oder machen wir, ne, automatische Türen mache ich erstmal nicht. Erstmal Türen aus Holz. Und dann kommen hier halt Toiletten rein. Hier dann auch. Essen hier jetzt alle fleißig. So. Was soll das? Was soll das, Leute? Was soll das?
warum werden die hier immer ständig ich reiß die mal ab. Fruchtwasser? Ist doch irre, oder? Was passiert da gerade? Elysia, kann die das abreißen? Wer baut? Keine Ahnung, Leute. Navarro? Bitte. Hä? Anibabau. Oh. Oh. Ja, da können wir nichts für. Können wir nichts machen. Da hilft nichts. Das war so ein Aufschrei, der Anima-Baum. Eieieiei, Leute. Das war ja was, ne? So, dann werde ich hier nochmal Fliesen verlegen. Aus Marmor natürlich. Verlegen wir da mal die Fliesen. Dann werde ich immer natürlich gucken, dass ich da auch Stromkabel verlege. Und natürlich unterirdische. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier natürlich auch so ein Dings benutze. So ein Temperatur, so eine Lüftung. Aber eine Lüftung. Ja, so langsam wird jetzt auch aufgebaut hier. Alter, diese Tiger, ne? Oh, das kann doch nicht wahr. Warum fressen die hier? Ich werde die Tiger mal ganz ehrlich. Zone. Mensch. Ich werde hier Gebiete verwalten. Neues Gebiet. Tiger. Nee, Grenze. Das Gebiet, wie kann ich das umbenennen? Tiger. So. Dann kommen die erstmal hier hin. So, hier kommen die Tiger hin. Wo seid ihr? Der Panda auch. Tiger. Alle Haustiere mal dahin. So. Und dann werde ich mal hier das, genau, Lagerzone.
eine neue Lagerzone hier mal machen. Und da kopieren wir das hier mal rein. So, löschen. Produzieren wir überhaupt so... Tigerfleisch. Pferdefleisch, Meerschweinchenfleisch. Lager. Ich switche hier mal. Wir schlachten jetzt mal so unsere Standardtiere mal ein bisschen. Und wir bereiten natürlich jetzt auch mal Trockenfutter vor. Oh, wir haben jetzt einen Step completed. Sehr schön. Research. Okay. Nö, lassen wir weiterlaufen, ne? Klar. Ja, wir müssen hier so ein bisschen rumspielen. T-Shirts werden weiter produziert. Alter, was für eine Massenaufgabe, ne? Für eine Aufgabe, Leute. So. So. Sozial. Ich werde jetzt noch mehr töten. Tiger. Okay. Nee. So, Kuku. Das sind alles so junge Tiger, ne? Sozial. Nee, wie mache ich das hier? Wie mache ich das? So, Holy Tiger, weiblich, weiblich. Dann Alter. Holy Tiger bleibt. Butchern. Butchern. Tiger, der bleibt. Tiger. Butchern. Hengstschut, Tiger. Der bleibt auch. Tiger, Tiger. Tiger. Machen wir alle Tiger mal weg. Also irgendwie konnten wir die nicht verkaufen bis jetzt. Das war, ist ja das Dilemma. Wir hauen die mal weg jetzt. So. Massaker. Ein echtes Massaker, Leute. So. Es nähern sich Schmiede.
Okay. Ja, sollen sie. So. Eine Sache. Ei, Leute. Ei, das ist hier echt so eine Sache, ne? Echt so eine Sache. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Aber wie ich hiermit jetzt noch klarkomme. Mann. So. Also es ist sehr zäh, sagen wir mal so. Sehr zäh. Ist auch gerade wieder eine Nachtruhe, ne? Ja. Wir gucken mal, was die zu bieten haben. Wir lassen die mal hier hinreisen. Wo ist denn deren Anführer? Hallo? Wer hat von denen das Sagen? Kommt da noch jemand? Nee, kann man mit denen nicht verhandeln? Nee, kann man nicht. So, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Wir müssen hier was anderes machen. Und zwar, was wird hier denn gespeichert gerade? Nahrungsmittel. Mahlzeiten. Ja, was für Mahlzeiten? Üppige Mahlzeiten. Hier auch. 10, 20, 30, 40, dann sollten das doch 40 werden, oder? Ja, doch, macht er ja auch, wenn er denn hinterherkommt, glaube ich. Ist denn deren Guru jetzt dabei? Warum kommen die mit? Die gehören denen, okay. Sonnenblocker? Boah, Leute. Das kann ja noch was werden hier, ne? Alter Schwede. Wie soll das denn hier jetzt funktionieren, ey? Boah. Na, Prost Mahlzeit, ne? Ich glaube, ja, wir müssen den Kampf aufnehmen. Wir werden den Kampf aufnehmen müssen irgendwie. Sonnenblocker, interessant. Die Oh, alter Schwede, ey. Leute. Das kann echt was werden. Also ich glaube, wir werden da den Angriff wagen müssen. Haben wir so einen Rauchgranatenhersteller? Nee, haben wir so einen Rauchwerfer? Weil dann würde ich den jetzt bauen. EMPs haben wir. Dann nochmal so einen Rauchwerfer. Das bauen wir jetzt mal. Zwei Stück.
Und ich sorge natürlich dafür, dass sie nicht zerstört werden. Waffe zerstören. Ach, das sind die Schlechten. Die können weg. Hier wird irgendwie alles gemacht, ne? Außer Rauchwerfer. Rauchwerfer nicht. So. Dann Waffe zerstören, Waffe einschmelzen. So. Waffe zerstören. Rauchwerfer. Waffe zerstören. Waffe zerstören. Waffe einschmelzen. Haben wir hier gar nicht mehr. Doch. War schon. Bariumkugel herstellen. So. Perfekt. Dann nochmal so irgendwie so zwei, Rauchwerfer. Ich muss nochmal schauen, wo ist denn dieser Aktivierungsradius-Sensor? So, vielleicht so hier, dann die Mauer, Verteidigungsmauer. Ich werde mal testweise mal... Erstmal werde ich mal mit Bokroy hier handeln. So. Kräutermedizin, Zigaretten und so weiter. Ja, ciao, ne? Also, die haben ja nix. Hätten aber so 1000 Silber für uns, aber würden irgendwie Kippen kaufen. Sollen wir den Kippen verkaufen? Wir lassen es mal. Bokroy hat ja ein Sturmgewehr. Wir kommen mal kurz hier hin. Also wir müssen es bekämpfen. Es hilft nichts. Weil das Ding schadet uns richtig. So. Wo bleibt Bokroy? Hier. Ja, Leute, wir werden es echt riskieren müssen. Wir müssen es riskieren, weil da wird dann noch produziert und so weiter. Darauf habe ich echt keinen Bock. Wir können da nicht hinschießen. Wir müssen uns aber irgendwie außerhalb der Reichweite von diesen Dingern halten. Von diesen Lasertürmen. Mech-Knoten-Näherungsaktivator. Zone. Mechs Mensch. Also wir werden diesen Bereich jetzt auch... Mechs Mensch verkleinern. So, wir nähern uns da nicht ran. So. Ich werde aber Folgendes tun. Wir werden hier mal so ein Embrasures bauen. Aus Granit. Das fängt dann mal, sagen wir mal, so hier an. Hier so vielleicht. Dann werden wir natürlich
das hier auch mal zu bauen. Mit einer Tür auf. Granittür. Ach, Mist. So, dann bereiten wir uns schon mal auf den Krieg vor. Brokroy, kann sie hier zum Beispiel ihre Kräfte, ja sagen wir mal, wir können ja Hilfe anfordern. 10 Tage noch. Ah. Kostet 4 Ehre. Ah, Mist. Wir sind so ein bisschen auf uns allein gestellt, ne? Okay. Okay, okay, okay. Ganz entspannt, ganz entspannt. Ja, bin auch ganz entspannt, aber auch gespannt, ob wir das hinkriegen. Diese Mac-Cluster, ne, die sind echt, oh, ich weiß nicht. Ihr wisst, was ich meine. Naja. Ab der nächsten Folge geht's weiter, ihr Lieben. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.